Hallo, ich bin Tor Alexander und in meiner Videoserie rund um Auswandern, Finanzen und Geld möchte ich der Frage nachgehen, was mache ich mit meinem Geld aus meinem Haus- oder Wohnungsverkauf? Im letzten Video sprach ich über digitales Zentralbankgeld und ich gab als Hausaufgabe auf, nachzudenken, was denn mit den Banken passieren würde, wenn digitales Zentralbankgeld Federmann eingeführt werden würde. Im heutigen Video möchte ich die Antwort dazu geben. Es gibt eine Studie, die in Schweden vor mehreren Jahren mal durchgeführt wurde. Die Studie untersuchte, was passieren würde, wenn die schwedische Reichsbank eine digitale E-Krona einführt. Und das Ergebnis der Studie war, dass nach 2 Jahren Großteil, also 90% der Banken, Konkurs sein würden. Ich vertrete die gleiche Meinung. Ich denke, wenn die Zentralbank eine digitale Währung Federmann einführt, haben die Banken ein Problem mit ihrem Geschäftsmodell. Das heißt, es werden nur wenige Banken übrig bleiben, die weiterhin Finanzen und andere Finanzdienstleistungen ihren Kunden anbieten werden können. Und ein Großteil der Banken wird entweder pleite gehen oder fusionieren. Und dieser Prozess kann relativ schnell gehen. Ich denke mal, 2 Jahre ist da eigentlich ein guter Zeitraum, in dem der Markt sich stark lichten wird. Das ist auch einer der Gründe, die ich bei meiner finanziellen Auswandererberatung im Hinterkopf mit habe. Ich vertraue dem herkömmlichen Banken- und Finanzsystem recht wenig. Zurück zum Thema des heutigen Videos. Was mache ich mit dem Geld vom Hausverkauf? Ich würde einen Großteil des Geldes rausholen aus dem alten Finanzsystem, aus Banken, Versicherungen. Ich würde einen Teil des Geldes in sichere Sachwerte investieren, die Rendite einbringen und die voraussichtlich wenig von einer Vermögensabgabe oder auch von einer starken Wirtschaftskrise beeinträchtigt werden würden. Es ist auch wichtig, Geld fürs tägliche Leben auf verschiedenen Konten mit verschiedenen Plastikkarten bereitzuhalten, um von Bankenpleiten, von Kontosperrungen und Ähnlichem wenig betroffen zu sein und schnell verfügbar dieses Geld bereitzuhalten. Es ist auch sinnvoll, etwas Bargeld zu haben, Euro, Dollar, Franken oder auch in der Währung des Ziellandes, in welches ihr auswandern wollt. Wer dezentrales Geld kennt und ihm vertraut, dem rate ich natürlich auch, entsprechende Vermögensbestandteile aufzubauen, allerdings nur in den großen Währungen. Und generell, wenn man Gelder hat, sollte man sie diversifizieren, denn wer streut, rutscht nicht aus. Aber abhängig von der persönlichen Lebenssituation sollten bestimmte Geldmengen und auch bestimmte Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigt werden. Das bespreche ich mit dir auch gerne in meiner Beratung. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal. Ansonsten freue ich mich, einen Kommentar von dir zu lesen, entweder hier unter dem YouTube-Video oder halt in der Telegram-Gruppe. Bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.